Ja, keine Ahnung. Nehmt ihn euch alle. Ich stehe da einfach 20 Leute um diesen Ort. Ich habe das Gefühl, ich ziehe die vielleicht dahin. Kann das sein? Ja! Ah! Vor deinen Augen habe ich die geklaut. Ich habe gerade den Nebel gemacht. Hast du das gesehen? Ja, du hast das. Alles klar. So, Panoptik zocken wir jetzt. Thomas ist dieses krasse Auge hier. Bam! Und ich bin ein kleines so Männchen. Vielleicht wirst du so braun wie auf einer Sonnenbank. Dann nimm mal das rechte jetzt, nee, ne? Wir haben die ersten beiden schon mal gezockt. Ich schleuche da drauf, das bringt aber gar nichts. Ich muss da drauf schießen. Ich werde das üben tun. Bing! Und da kommt so ein übelst liebes Bing! So, okay, du bist der Aufseher und ich muss dir die Kugel klauen. Ja? Wir haben schon ein bisschen geübt, ne? Du kannst mir eine Kugel mindestens, vielleicht sogar mehr. Ah, ich sehe dich. Jetzt wird's direkt hier, wirst du hier gescannt. Durch meine Scanbrille. Ja, dann scann mich schon mal direkt. Dann hast du nämlich schon mal gar keine Chance. Ich bin der mit der pinken Maske. Ja, genau der. Der bist du. Was? Woo! Was? Victory! Victory! One-Shot-Rocket! Wie zum Teufel hast du das rausgekriegt? Ich hab schon Anfang an beobachtet, du wurdest mir am Anfang angezeigt. Alter! Mit okay. Scan, der Scan ist es nochmal. Das lass ich nicht auf mir sitzen hier. Ich bin dran. Ich rush dir weg. So, ah, guck mal. Welches willst du machen? Komm, wir haben das noch nicht. Siehst du mich? Thomas, siehst du mich? Ja. Guck mal. Hä? Hallo! Wieso kannst du dich verstecken? Hallo, ich habe es gerade gemerkt, dass ich das anfassen kann. Ach, guck mal, wir haben neue Level. Nee, weil ich mag das, Ja, das haben wir noch nicht gesehen. Das war jetzt, ja, also ich habe das ein bisschen gesehen. Echt läppsch von Thomas war das. Ne? Was? Hätte ich gewinnen lassen sollen, wie ein 5 Jahre altes Mädchen bei Memory. Los, weiter geht's. Ach so, nee, warte. Shoot hier. Okay. Das ist ja wirklich scheiße. Warte mal, wie hat der dich Bist du in der Fenster? Bist du in Panik geraten? Überhaupt nicht. Was? Der ist einfach stehen geblieben, der Computer. Dann musst du... So schnell gehst du nicht. Das bist du. Einer von den drei. Die bleiben auch noch alle drei stehen, ne? Ja. Nein! So ist das. Das ist ein hartes Spiel. Ja, nur wer leise ist, kann hier gewinnen. Hä? Scheiße, jetzt habe ich dich komplett verloren. Wenn ich dich überhaupt hatte. Warte mal, wo sind die Kugeln? Kugel? Was ist dein Ziel? Du musst einmal dahin, du musst dahin. Okay, alles klar. Hä? Hä? Ach so! So ist es. Nee, das ist super verwirrend. Was ist super verwirrend? Dass hier noch andere sind, die so aussehen wie ich? Ups. Nee, das ist so hinter diesen Balken einfach so die Richtung wechselt. Und ich einfach die ganze Zeit gucke, hey, wann kommen denn die zwei mal wieder da vorbei? Ja, alles andere wäre ja auch einfach. Du musst dafür sterben. Okay, du musst doch da irgendwas machen. Das ist er. Vielleicht hat er mich, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Niemand weiß das so genau. Du hast irgendwas gemacht, oder? Was? Ich hab nichts gemacht. Wer soll denn hier was gemacht haben?
Ach, Zimbo, ich glaube, das ist einfach nicht dein Spiel. Hey, hey, ich kann da gar nichts gegen sagen. Nee. Hast du irgendwie mit dem Nebel was mitbekommen? Ich habe gar nichts von Nebel mitbekommen und das ist dieses Mal wirklich nicht. Du hast was aktiviert! Was? Ich habe nichts aktiviert. Was habe ich denn aktiviert? Ach, Scheiße, warte mal, du kannst da durch. Du hast zwei Sachen aktiviert! Nein, ja? Ich habe eine Sache aktiviert. Ich habe einen Orb habe ich eingesammelt. Ich kann mich hier umdrehen. Ach, hier oben! Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, der ist auch deaktiviert. Grad virtuelle Realität ist zu viel das für mich. Das ist zu viel für dich, ne? Du hast halt nicht alles in Ordnung. Und ich kann dir versprechen, mir nochmal auf die Schiche zu kommen, wird schwer. Kündige ich jetzt schon mal an. Wird verdammt schwer. Du hast im Moment absolut gar keine Ahnung, wo ich bin. Und nee, die Tatsache, dass du mich so spät erst dabei erwischt hast, sagt mir einfach, dass du überhaupt gar keine Ahnung haben kannst, wo ich hier gerade rumlaufe. Hey. Weil ich bin schon wieder ganz woanders. Ja, am nächsten Ort wahrscheinlich, ne? Es kann natürlich sein, dass ich einen Ort wieder übersehe. Die Sache ist die, ich muss die Orbs auch erstmal finden. Ja? Nee, da fall ich jetzt nicht drauf rein. Ich gucke jetzt einfach ganz genau dahin. Und dann lasse ich dich nie wieder aus den Augen. Alter, ich wundere mich gerade, was ist denn das? Und sind das meine Hände? Ja, spür den Nebel! Oh, der Nebel kommt! Ich habe keinen Nebel gesehen. Ach ja, Zimbo. Also ich bin in... Also ich habe jetzt echt ein paar bolde Moves gemacht, ja. Okay, wo ich wirklich sage... Wo ich wirklich sage, so, das hätte er, da hätte ihm was auffallen können, ja. Aber ich glaube, du checkst es einfach nicht. Das ist halt alles hinter der Wand hier, wo ich gucke. Das ist dementsprechend auch überhaupt nicht schlau von mir, weil ich, wenn ich dich hier sehe, ich dich nie im Leben treffen werde. Aber ich sehe halt nicht, wo der Eingang ist, weißt du, was ich meine? Ach doch, ja. Du hast den Orb geholt! Was? Hab ich überhaupt nicht. Ich bin gar nicht in der Nähe. Welcher Orb? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich laufe hier durch die Gegend. Als könnte mich kein Wässerchen trüben. Ein nie im Leben! Friste so mein Dasein als... Einer von Millionen, ne, sagt mal so schön. Jetzt gehen hier so viele Leute lang. Und ich treffe keinen einzigen, ne? Ist schon tragisch. Hä? Ist der... Ich treff's nicht! Ich steh direkt vor mir! Tja, so ist er, der Zag. Nein! Ah, Zimbo, wie ist das? Worum sollen wir wetten? Double Me. Super Cheeseburger, dass ich dich hier sowas von nass machen werde. Das gibt's nicht. Sehe ich das, wenn du den aktivierst? Die bleiben alle stehen da vorne. Und dann gehen die weiter? Nee. Ich
Klingt ja ungefähr so, wie ich mich verhalten würde. Würdest du paranoid werden, wenn ich dir sage, ich war schon dreimal an dem letzten Ort? Nein, ich glaub dir das einfach nicht. Okay. Das bist du! Jetzt stehen ja vier Leute um diesen Scheißrohr. Wollt ihr mich verarschen? Nein! Das kann nicht sein. Du bist richtig wild. Du willst das nicht verlieren. Ich kann das voll und ganz verstehen, Marc. Nein! Jetzt kommt da eine ganze Schulklasse. Einer hat ihn angepackt. Du hast ihn angepackt. Nein. Was machst du? Was machst du? Hä? Bist du Thomas? Hab ich auch schon mal auf dich geschossen? Nee. Ich finde diesen scheiß letzten Orb einfach nicht, ne? Das kann nicht sein, oder? Ja, keine Ahnung. Nehmt ihn euch alle! Ich stehe da einfach 20 Leute um diesen Orb. Ich habe das Gefühl, ich ziehe die vielleicht dahin. Kann das sein? Ja! Ah! Vor deinen Augen habe ich die geklaut. Ich habe gerade den Nebel gemacht. Hast du das gesehen? Ja, du hast die Raute gemacht, aber ich wusste nicht, inwiefern du mich siehst. Behindert? Nö, gar nicht. Okay. Hast du mich irgendwie erkannt? Nee, ich habe mich gerade voll auf den Nebel konzentriert. Wieder von Platz gehen. Panoptiker. Du bist ein richtiger Panoptiker. Ich bin der Panoptik. Panoptiker. So, wie heißt es noch irgendwie so? Ich will die Wasser, Waterfalls hier. Da rechts, alles klar, bin ich dabei. Irgendwie kannst du dich festhalten. Probier mal. Und dann kannst du hoch und runter, genau. So kannst du dich dann auch in der Welt bewegen, ohne dich wirklich jetzt irgendwie. Wobei halt natürlich rumgehen, glaube ich, lustiger ist, ne? Jetzt. Hammer! Mach mal hier Start! Sehr gut. Guck mal, dräng den alten Panoptiker nicht. Ja, ich kann ja nicht winkeln oder so, ne? Nett sein geht nicht. Damit scanne ich dich wieder und dann hast du keine Chance. Damit kannst du scannen? Das ist doch gelogen. Ich hab das Spiel jetzt durchschaut. Ist das so? Halt, ich mache wieder denselben Fehler. Ich muss erstmal gucken, wo sind hier die Orbs? Ist das wirklich nur der eine? Ist hier nur ein Orb? Das weiß ich eben nicht. Das wäre ja voll praktisch. Ich glaube, es ist wirklich so. Ruckelt gerade mega hart. Echt? Die Brille ist raus. Achso, sorry, nee, das war ich mit meinem Platzflug. Aber es kommt mir gerade nicht wirklich flüssig vor. Das macht mich ein bisschen dizzy gerade. Dann bewege ich mich ein bisschen langsamer. Okay, das ist natürlich eine Sache. Wow. Die eine Runde müssen wir irgendwie jetzt durchstehen noch. Oder du. Bei mir läuft alles super. Ich bin jetzt schon fast am Orb. Top. Ist auch gut, dass hier der Weg so gut gezeigt wird, ne? Kann sich auch überhaupt nicht verlaufen. Das stimmt. Ich hatte gerade eben wirklich Dinger. So eine Leuchtspur. Ja, das hatte ich im einen Level auch, aber hier ist irgendwie gar keine, oder siehst du was? Ne, hier ist nichts. Hm. Ich komme gar nicht aus diesem ersten Komplex raus, ne? Ich check das überhaupt nicht.
Ja, komm, ich kenne das Spiel. Ich weiß, man streut gerne solche Falschinformationen, um sich kurz vorm Orb zu befinden und zuschnappen. Ja, vielleicht. So würde ich spielen an deiner Stelle. Eins kann ich dir schon sagen. Weißt du, wo ich bin? Alter. Okay, ich habe eine Tür gefunden. Ich glaube, du hast einen entscheidenden Fehler gemacht, Sambo, beim ganzen Spiel, wenn du hier Wächter gespielt hast. Was denn? Du hast zu wenig geballert. Ich habe immer weiter geballert. Ich finde halt auch überhaupt nicht diesen fucking Orb. Komm, schreib mal, wo bist du denn? Was siehst du denn? Ich sehe noch Felsen auf der anderen Seite. Ich bin immer noch in diesem Komplex irgendwie. Sie sind einfach alles voll mit Treppen. Hoch, runter, links, rechts, keine Ahnung. Ah, ich habe auf dich gezielt. Ah, echt? Ah, oh, das war nur der eine. Easy. Easy, ja, geil. Macht auf jeden Fall Bock, das Spiel. Bockt. Kann man nichts sagen, ne? Wie viele Level meinst du, gibt's da? Ja. Komm, lass mal durch kurz. Hier durch, durch die. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Level. Wozu ist der Scheibenkleister Nebel? Ich verstehe es nicht. Ja, wir verstehen noch nicht irgendwas alles. Was ist das hier zum Durchgucken? Aber wir könnten ja, wir hätten mal auf Tutorial gehen können. Ja, wir können uns das mal vielleicht in Ruhe anschauen und dann vielleicht kommt ja nochmal eine Folge. Ansonsten. Ach krass! Abonniert den Kanal, krass. Weil er so krass ist. Guck dir das an. Was denn? Ja, du kannst ihn groß machen, aber mach ihn mal auf mich. Mach ihn mal auf mich, Nebel. So, pass auf. Warte. Oh, ich glaube, ich habe ihn leer gemacht. So, erst, ich kann ihn ganz klein machen. Ja, aber es passiert nichts. Ich kann ihn noch richtig rausziehen. Doch, guck mal, du bist jetzt komplett im Nebel. Nicht ja, aber ich. Also, ich sehe alles. Ich kann übelst weit zurück. Aber auch mega nah dran. Ich kann so richtig auf den Kugelboden kommen, so. Ja, dann komme ich. Ja, okay, das kann er auf jeden Fall machen. Krass. Was ihr machen könnt, Daumen drücken, kommentieren. Like.